Hallo Leute, schön, dass ihr dabei seid bei dieser neuen Videoreihe zu Subnautica Below Zero. Es ist endlich fertig. Nach fast 2,5-jähriger Entwicklungszeit ist Subnautica Below Zero Mitte Mai erschienen. Ich habe es von Anfang an in der Entwicklungszeit in der Early Access Phase begleitet, intensiv begleitet, habe sogar eine kurze Videoreihe dazu gemacht. Jetzt möchte ich in dieser finalen Version endlich so richtig abtauchen, zusammen mit euch, buchstäblich. Denn der Vorgänger Subnautica war für mich der Einstand in das tolle Survival-Genre. Es ist ein fantastisches Spiel und ich bin vollkommen davon überzeugt, dass Below Zero seinem großartigen Vorgänger in nichts nachsteht. Also, legen wir los. Ich bin so froh, dass es endlich da ist. Löschen wir den alten Early Access-Speicherstand, den brauchen wir nicht mehr. Wäre noch kompatibel, by the way, aber nee, wir fangen von vorne an und nehmen den klassischen Überlebensmodus mit Hunger, Durst und Sauerstoff natürlich. Temperatur spielt auch eine Rolle neuerdings in Below Zero. Das ist ja ein bisschen frostiger hier. Es gibt noch einen Permadeath-Modus, allerdings wäre mir das ein bisschen zu unentspannt. Deswegen ganz, ganz klassisch, der Überlebensmodus. Legen wir los. Die beliebige Taste suche ich immer noch. Wo ist die beliebige Taste? Die Any-Key. This is the farthest I can take you on company space bucks, Robin. You sure you want this? The research is in everything. It is to me and Sam. We need to know what happened. The meteor storm. I can use it for cover from Altera's eyes. Gonna miss you, Robin. I'll find my way back. Was kann schon schief gehen, während einem Meteoritenhagel irgendwo landen zu wollen? Das ist gerade noch mal so gut gegangen. Und da hinten kommt unsere Rettungskapsel runter. Enjoy your stay. Ja, danke dir. gerade so überlebt. Und dann können wir jetzt hier mal ein paar Sachen einsammeln, die hier so rumliegen. Leuchtfackel. Leuchtfackeln habe ich nie verwendet, brauche ich nicht. Aber Wasser kann man gut brauchen. New Blueprint synthesized. Kann man es wegwerfen? Ja, danke. Mich hier gut umsehen, weil kann sein, dass hier noch andere notwendigen überlebensnotwendigen Rohstoffe rumliegen. Wie zum Beispiel Nährstoffblock. Jawohl, die schönen Eiweißriegel für die Fitness. Mehr Wasser wäre nicht schlecht. Öffne den PDA. So. Ja, das ist unser PDA. Da wird alles verzeichnet, also die Datenbank, alles, was wir so einsammeln. Da können wir jetzt hier erste Informationen, wie wir in der Arktis überleben oder halt in eine, auf einem arktischen Planeten. Es gibt die Marker, also unsere Landekapsel, da müssen wir als erstes hin. Und natürlich unser Inventar, unsere Anziehpuppe, kennt man alles. Und links unten seht ihr, ich weiß, die drohende Unterkühlung. Rot sind unsere Leben, gelb ist unser Hunger. Blau ist unser Durst, unser Sauerstoff, wenn wir uns unter Wasser befinden. Und weil wir uns gerade überhalb der Wasseroberfläche befinden, spielt die Temperatur eine Rolle. Wir können also schnell unterkühlen. Und dafür sind diese Pflanzen da toll. Ja, das Wasser ist unser Element hier in Subnautica. Das war ja im Vorgänger fantastisch. Also es ist natürlich ein bisschen ein ungewöhnliches Szenario, so unter Wasser. Das hat auch viele Leute abgeschreckt. Leider zu Unrecht, weil das ist eine so toll atmosphärisch und dicht inszenierte Spielwelt gewesen. So majestätisch schön und so wunderbar zum Entdecken einladend. Also ich habe selten eine so stimmungsvolle Spielwelt in einem Spiel und auch in einem Survival-Game erlebt. Und Below Zero, das hat sich in der Early-Access-Phase gezeigt, steht dem in nichts nach. Also, ab
in die Wasserwelt von Below Zero. Und bevor ich jetzt zu dem Pod gehe, sammle ich schon mal erste Ressourcen ein, weil diese Ablagerungen hier, die enthalten entweder Kupfer oder Titan. Titan ist so der Grundrohstoff, um alles Mögliche zu bauen, und Kupfer für weiterführende erste elektronischen Tools. Es ist vor allen Dingen das Zusammenspiel aus der Beleuchtung, der Flora und Fauna. Alles lebt und bewegt sich. Oxygen. Ja, das wird mir noch häufiger passieren. Überall schwimmt was und schwebt was rum. Und wie gesagt, die Beleuchtung und die Details. Also es ist schon unfassbar stimmungsvoll, meiner Meinung nach. Ich muss allerdings auch tatsächlich mal ein paar von den Fischen einsammeln. Die sind aber schnell. Ich bin noch zu langsam. Ich muss mir noch Flossen bauen, damit ich ein bisschen schneller schwimmen kann. Alles zu seiner Zeit. Ja, man muss immer ein bisschen einen Blick auf die, auf den Sauerstoffvorrat. Aktuell kann ich 45 Sekunden unter Wasser aushalten. Das ist gar nicht schlecht, ne? 45 Sekunden die Luft anhalten. Wow. Gott sei Dank kann man das verbessern durch Tauchflaschen, die in unterschiedlichen Qualitätsstufen zu bauen sind. Aus Quarz kann man Glas herstellen. Und die Dinger sind auch wichtig, um Batterien zu bauen. Ja, Diät, das ist so klassischer Start für ein Survival-Game. Erstmal sich ein bisschen in der Umgebung zurechtfinden und erste Ressourcen sammeln. Sich ein bisschen mit der Steuerung vertraut machen und was einen hier so rund um einen herum erwartet. Noch ist es für jeden Einsteiger so ein kleines bisschen undurchsichtig, was denn bei der Flora und Fauna irgendwie feindlich ist und was nicht. Glücklicherweise gibt es hier im Startgebiet eigentlich kaum etwas, das einen töten will. Generell ist, das ist schön, Blei. Generell ist Subnautica im Vergleich zu vielen anderen Survival-Games sehr, sehr einsteigerfreundlich und zugänglich, was die Herausforderungen angeht. Also es ist nicht so, dass einem hier ständig irgendwas am Hintern klebt und töten will. Gott sei Dank. Das ist ein Teil, das man scannen kann. Dafür muss ich allerdings erst einen Scanner bauen. Aber schön zu wissen, dass hier gleich zwei nebeneinander sind. Wie viel habe ich denn in meinem Rucksack? Ah, da ist noch genug Platz. Dann sammeln wir mal fleißig weiter ein. Das ist ein Blasenfisch. Aus dem kann man Wasser herstellen. Oxygen. Ja, ich weiß, solche Höhlen machen mich immer ein kleines bisschen nervös. Vor allen Dingen, wenn dann mein PDA schon sagt, Junge, du musst Luft holen. Wenn man ertrinkt oder sonst irgendwie stirbt, dann ist das Spiel nicht vorbei. Wie gesagt, es gibt ja zwar einen Permadeath-Modus, den haben wir hier allerdings nicht gewählt, sondern man wacht wieder in seinem Rettungspod auf und hat diverse Items, die man gesammelt hat, verloren. Die sind dann unwiderruflich weg, leider. Also es ist immer ein bisschen ärgerlich, wenn man sterben sollte, wenn man im Grunde davor irgendwie so eine kleine Farming-Session eingeläutet hat und jede Menge Zeug eingesammelt hat und dann ein bisschen unvorsichtig war und plötzlich halt ins Gras beißt. Ah, das ist schon schade. Gerade wenn man. Ja. Gerade wenn man irgendwie Glück hatte und seltene Rohstoffe gefunden hat und dann sind die plötzlich weg und. Oh, das ist schon bitter. Immer ein Blick, wie weit ist mein Port entfernt? 160 Meter. Bewegen wir uns mal langsam, aber sicher in die Richtung. Oh, noch ein Blasenfisch. Ich brauche Wasser. Gib mir Wasser. So. Und ein bisschen mehr. Ach, die sind zu schnell. Ich krieg die nicht. Aber die Bumerangs. Nein, die krieg ich auch nicht. Ah, ich muss schnellstens Flossen herstellen. Das ist ja echt schlimm mit den Viechern. Aber ich würde vor mir auch davon schwimmen, wenn da so ein hungriger Abgestürzter hinter dir her schwimmt. Panisch, weil er demnächst verhungert. Da würde ich auch das Weite suchen. Ach ja, da sind die Pinguine. Die sind so putzig. Zumindest bis sie ihren Schnabel öffnen. Weil die haben echt fiese Zähne. Aber schaut mal, die Pinguin-Babys. Kegel-Pinguin-Küken. Oh, man könnte sogar eins mitnehmen. Aber nein, das fände
Papa Pinguin oder Mama Pinguin, man weiß es nicht, fände es bestimmt nicht so lustig. Außerdem kann ich die nicht essen. Die essen aber die Fische. Das meine ich mit dieser lebendigen Flora und Fauna. Es ist echt, überall passiert was. Die Umgebung reagiert auf sich und fressen und gefressen werden. Das ist unser Rettungspot. Da drin gibt es Sauerstoff, grenzenlos, und auch eine Fertigungsstation, wo wir dann schon die ersten Tools basteln können und auch Fische zu Nahrung verarbeiten können. Oder, wie in diesem Fall, komm her, zu Wasserflaschen. Oxygen. Ja, es tut mir jetzt schon leid. Ich entschuldige mich schon jetzt für ungefähr 100 Oxygen-Warnungen, die ihr im Verlauf dieser Videoreihe von mir zu hören bekommt. Weil ich generell sehr, sehr verantwortungslos mit meinem Sauerstoffvorrat umgehe. Blei. Brauchen wir jetzt Akku zwar nicht, aber mitnehmen können wir es schon mal. Das Quarz brauchen wir gerade auch noch nicht, aber ich habe gerade Platz in meinem Rucksack. Deswegen warum nicht? Oh, jetzt ist mein Rucksack voll. Aber dann nehme ich doch lieber das Kupfer mit. Oxygen. Diese Ressourcen, die man hier einsammelt, die respawnen zwar, allerdings dauert das Ewigkeiten. Also wenn man hier mal das Gebiet abgegrast hat, dann muss man schon ein ganz schönes Weilchen spielen, bis das irgendwie mal nachwächst. Okay. Yeah. I want to offer my sincerest condolences on the passing of your sister. I got to know Sam better towards the end of my mandate with Altera on 4546B, when we were thrown together as basemates at Outpost Zero. She spoke often and fondly of you. I thought you should know, it didn't sit right with me when Altera blamed Sam's death on negligence. The Samantha Ayu I met was many things. Kind, clever, devoted to her work, but never negligent. I wish I could offer you something more substantial, but my access to information has been cut off. You may be in a better position to look into things than I am. If you're able to, Delta Station was our HQ. They were in a big hurry to leave, and there might still be information to be found there. It has a big radio tower, impossible to miss. I hope you find the answers you seek. Lillian Bench. Danke, Lillian, für diese erste Quest. Ja, unsere Schwester Sam ist offenkundig tot. Es soll ein fahrlässig herbeigeführter Unfall gewesen sein. Aber hier auf diesem Planeten gibt es eine Delta-Station, die verlassen ist, wo wir vielleicht Informationen finden. Hier ist die Todesanzeige. Nachrichten von Sam. Uiuiui, ui, ui, ganz viele. Robin, guess what? I got the job. I'm going to 4546B. Now I'll be able to improve the mechanical avian amphibian under real-world stress conditions. Listen, I know your stance on Altera, but I just hope you're happy your sis is happy. I sure hope my sis is happy. I can't wait till we talk again. Oh, I wanted to ask you something. Can you watch my Augie while I'm away? I need someone I can trust to look after my best little potato. Potato, listen. I tried, but that name is just not sticking. He's my little Octrobite. I'll leave the starchy tuberous nicknames to you. Anyway, if you say yes, thanks, baby sis. Love you. Oh je, da wird schon über solche Nachrichten wird schon eine Verbindung zu dieser Schwester aufgebaut, die tot ist. Vielen Dank. Oh, das ist gemein. 4546B to Robin. Come in, Robin. Remember when we used to play old-timey Space Explorer? This is kind of like that, but it's even harder to communicate. Well, let's see. I got your last message. Altera is not, as you put it, Alterarizing me. Things are going well. My project has a new name. Say goodbye to the mechanical avian amphibian, and hello to spy penguins. We're training the bots to mimic the creatures. Check out the photo. And I think I'm kind of seeing someone. I know it's not like me to just find a date, let alone on a mostly uninhabited water planet, but actually, you know what? Forget I said anything. Yeah, it's probably not even a real thing, but anyway,
I'm sorry to hear Xenoworks might be strapped in the revenue department. Sounds like they still have you busy Xenoworking, though. I know there's no way to guarantee an alien intelligence startup will succeed, but you've put so much into it. I hope they find a way to keep going. I know how much it means to you, getting to work at a small place where you have control over your research. All right, I gotta go. Later, baby sis. Love you. Eine sehr ambitionierte... Oh. I guess I might as well gather some tools and resources before starting my search. Hope that radio tower is as easy to spot as Lil said. Eine sehr ambitionierte und sehr sympathische Schwester. Es ist geradezu tragisch, dass sie... Ja, ich weiß. Dass sie tot ist. Vermeintlich. Man weiß es ja nicht. Jedenfalls erstmal wieder ein bisschen Essen zubereiten. Ich habe zwar diese Nährstoffblöcke, aber die behalte ich lieber für den Notfall. Und werde jetzt hier im Grunde habe ich jetzt im Hintergrund schon ein bisschen für Nahrung gesorgt und für Getränke. Jetzt haben wir allerdings noch ein paar andere Nachrichten und währenddessen sammle ich dann noch weitere Ressourcen ein. Oh, das sind nur Texte. Ah, nee, doch nicht. Hey, Robin! I got your Augie photo. Thanks so much for taking care of him, even though he's a cranky potato. Hey! The nickname actually fits that way. A cranky potato. I know he can be a handful, but I really appreciate it. I'm a bit worried about my other baby, the mission. One of my penguins found something big. But Altera is just like nothing to see here. Honestly, kind of glad you can't answer, so you can't, you know, rub it in my face. Go ahead, bask in the fact that you were a little bit right about them. My project is on the line. My job, my safety. I heard about Xenoworks getting bought. I'm sorry. But at least you still have your job. Guess you're one of us now. Like it or not, welcome to the Altera family. I should probably go before I say something I regret. Love you. Keep your chin up. Eye on the alien prize. Also es wird langsam ein bisschen gruselig. Altera ist ja der Arbeitgeber von Sam. Und der macht offenkundig ein bisschen ein Geheimnis um Ereignisse hier auf dem Planeten. Und sie, Sam, hat Forschungsergebnisse irgendwie oder irgendwas entdeckt, was offenkundig nicht so auf Gegenliebe gestoßen ist. Und sie entwickelt gerade oder hat gerade selber irgendwie so ein bisschen Bedenken und Paranoia entwickelt gegenüber ihrem Chef. Knifflige Angelegenheit. Fische halten leider nicht allzu lang. Da muss ich wirklich... Das ist der Balken hier. Der geht relativ schnell flöten. Da muss ich drauf aufpassen. So, jetzt aber die letzte Nachricht. Oh, es sind noch zwei. Hey, Robin. I'm sorry, my last message was so awful. I've been under a lot of stress. I'm not sure what's going on with anything. I can't really talk about it either. Oh... And I'm definitely not dating anyone on this water planet. Don't know what I was thinking there. Have I told you how cold it is here? Get this. I can't even get my wash and go dry before the wind freezes the moisturizer in my hair. Wild, right? Well, anyway. I'm sure you're mad at me after what I said. But I could really use a friend. You're my sister. I love you. I'm sorry. Mei, oh mei. Schön ist, dass man in diesem Spiel wirklich zu jeder Zeit speichern kann. Das ist nicht üblich in einem Survival-Game, tatsächlich. So, die letzte Nachricht. Hey, Robin. I really need someone to know. I'm afraid something terrible is gonna happen. Oh. You were completely right about Altera, okay? You were right. I was wrong. The cat should be called Potato. I admit it. sorry. Bad attempt at a joke. I just... I don't know what to do. I guess I should just come out and say it at this point. I've said this much already. We found a frozen Leviathan that's infected with Kara. Altera thinks they can use it for something. Weapons, experimental treatments, a whole range of things. But one end of the range is...
ugly, dangerous, but profitable, of course. What if it gets out while we're messing around with it? Or worse, what if it ends up a bioweapon in the wrong hands? I hope I'm overreacting, but I don't think I am. Anyway, message me back, please. I could really use a friend. You're my sister. I love you. Der Plot verdichtet sich. Sam hat einen gefrorenen Leviathan gefunden. Wer den Vorgänger kennt, weiß, dass das riesengroße, sehr tödliche Megamonster sind, der mit irgendwas infiziert ist. Und der geldgierige Altera-Konzern will das potenziell als biologische Waffe verwenden. Im Deckmantel der Forschung für Heilung und so weiter, ist ja klar, ja, ja, hier. Und deswegen sind wir, glaube ich, etwas vorsichtig im Umgang mit der Tatsache, dass Sam einen Unfall hatte. Ja, ja. Ich hoffe ja sehr, dass sie vielleicht noch lebt. Das wäre echt cool. Gut, im Hintergrund parallel habe ich jetzt ein paar Sachen noch eingesammelt, unter anderem auch diese komischen roten Schlingpflanzensamen, aus denen man zum einen Silikongummi herstellen kann und Schmierstoff. Man kann nie genug Gleitgel haben. Und daraus kann ich jetzt auch erste Sachen bauen, die wirklich sehr wichtig sind, damit ich endlich auch mal gescheite Fisch jagen kann. Ich habe schon wieder Durst. Da können wir echt jede Menge von dem Zeug herstellen. Das ist so schön. So. Also, Ausrüstung. Die Schwimmflossen. Um uns gleich schon mal ein bisschen schneller im Wasser bewegen zu können. Und dann haben wir jetzt hier jede Menge Werkzeug, das wir herstellen können. Und wir können jetzt auch, wenn wir Salz einsammeln, Fleisch oder Fisch nicht nur kochen, sondern auch pökeln, was dann länger hält. Allerdings auch ein bisschen durstiger macht. Ganz natürlich. Trinken wir mal was. Das waren jetzt alle Nachrichten, oder? Das Tagebuch. Ich war ein bisschen nervös, in ein unbekanntes Gebiet zu fallen. Aber glücklich, dieses Biom scheint eine Abundanz von Mineralen, die ich für Tools und Upgrades nutzen kann. Ich wollte keine andere Situation wie Byzantos 5. When Xenoworks dropped me off, there were barely any resources. I survived off the land for 3 months with just a knife, my lucky PDA, and some rope. I am still kind of proud of that, though. Sie spricht auch gerne selbst ein bisschen immer auf ihr PDA, das ist ganz nice. Okay, also dann schauen wir mal, was wir alles herstellen können, was wir alles brauchen. Wo sind denn die Werkzeuge? Hier. Erstmal der Scanner. Wir brauchen ein Titan. Ah, ein Glas brauchen wir auch. Das heißt, für die Taschenlampe noch 2 Quarz, 1 Titan. Die Batterien haben wir gebaut. Der Scanner ist das absolut wichtigste Tool in diesem Spiel, weil wir damit im Grunde alles in unserer Umgebung scannen, können, um so Sachen kennenzulernen. Und tatsächlich auch weitere Blaupausen hier für den Fabricator freizuschalten. Und die Taschenlampe natürlich in dunklen Gewässern, wenn es tiefer runter geht, perfekt, um einfach mal den Weg ein bisschen zu erleuchten. Das Messer, da brauchen wir nochmal einen Titan. Eins nach dem anderen. Das Crafting ist wunderbar fluffig, geht richtig schön von der Hand, macht echt Spaß. So, wir speichern nochmal zwischendurch und das Messer nehmen wir jetzt auch auf jeden Fall her, um diese Schlingpflanzen mal ein bisschen abzuernten. Habe ich denn genug Platz? Nicht so viel. Ich hätte ein bisschen was parken sollen. Und jedes Mal, wenn rechts unten dieses Scanner-Symbol aufleuchtet, heißt es, ich habe da was im Blickfeld, das ich scannen kann. Sehr nützlich. So, also kommt das alles mal hier weg wieder. Platz schaffen. Ich muss dann mehr Kupfer und mehr von diesen leuchtenden Pflanzen sammeln für Batterien. Und der Fisch, der wird jetzt gleich mal verspeist. 14 Nahrung. Ich habe gerade 86, das macht exakt 100. Perfekt. Wasser trinken wir auch. Ja, also mit Nährstoffverbrauch ist es tatsächlich, da ist man dauerhaft on the edge. Es ist ein relativ starker Verbrauch von Nahrung und Wasser, muss ich zugeben. Es gibt ja Survival Games, wo man das einstellen kann.
Oh, das sind die schlimmsten Viecher. Diese Monkeys. Die klauen einem das Werkzeug, das man gerade in der Hand hat. Und kichern dabei auch noch so frech. Absolut dreiste Biester. Nein, 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 nein. Bleib weg. 9 Stück. Aha. So. Dass die ausgerechnet hier die... Ja. Sag bloß. Ich werde demnächst auch hier mal eine ganze Reihe lang rumschwimmen und alles mögliche einscannen, damit dieses Symbol rechts unten nicht ständig eingeblendet wird. Und jetzt kann ich mich auch auf die Suche machen nach diesen kleinen Wrackteilen, die ich vorhin gesehen habe, weil damit kann ich dann, wie gesagt, neue Blaupausen freischalten. So, aber jetzt erstmal die Schlingpflanzen verarbeiten. Zu Stoff. Ein bisschen schade, dass man keine Produktionsketten starten kann, sondern immer jedes einzeln anklicken muss. Aber glücklicherweise, auf der anderen Seite, sind die ganzen Herstellungsrezepte nicht so farming-lastig, dass man so viele Sachen dafür braucht. Das ist ganz, ganz beruhigend. Habe ich denn nicht noch? Medikit, da brauchen wir auf jeden Fall auch welche. Aus Stoff können wir die herstellen. Falls wir uns verletzen, falls wir gebissen werden, vergiftet werden, was auch immer. So, was haben wir? Den Kompass. Oh, Kabelsatz. Dafür brauche ich Silber, das weiß ich. Das habe ich noch nicht gefunden, aber ein Kupfer hätte ich. Da, die Tauchflasche. Dann kann ich länger tauchen. 2 Titan. Nichts leichter als das. Und damit kann ich dann... Gerade eben waren es 45 Sekunden. Dankeschön. Reparatur. Ui. I know. Also, für Reparaturwerkzeug brauche ich Schwefelkristall und Titan. Schwefelkristall ist auch ein Rohstoff, den wir noch nicht gefunden haben. Ich kann jetzt Computerchips herstellen und den Kabelsatz. Da brauche ich aber Gold und Silber dafür. Tischkorallenproben, alles schon weiterführende Rohstoffe. Habe ich alles noch gar nicht. Das schmeiße ich jetzt mal raus. Brauchen wir nicht. Ich trinke mal ein bisschen Wasser. Und dann muss ich fast mal ein kleines bisschen auf Rohstoffsuche gehen für Nahrung und Getränke. Mich nervt es immer, dass hier so viele Zahlen immer auftauchen. In goes the battery in titanium, out comes the scanner. Every xenobiologist's favorite tool. This planet has some fascinating flora and fauna, and I can't wait to learn about them. This will also give me access to a greater tool set. I'm assuming Altera left behind tech that I can scan for blueprints. That should make surviving and exploring out here a bit easier. Don't worry, Sam. I haven't forgotten I'm here for you. But it can't hurt to do a little research on the side, right? I know you would have done the same. I will find out what happened to you. I promise. Robin, also wir, ist mindestens ebenso ambitioniert und gut gelaunt wie ihre Schwester. Also die können sich nicht leugnen, die beiden. Abgestürzt auf einem Planeten, die Schwester ist verschwunden, potenziell tot. Keine Ahnung, was hier passiert. Im Hintergrund lauert ein fieser Konzern. Aber hey, hey, ich kann hier rumscannen und bin gut gelaunt. Das ist begeistert. So, erst scannen, dann einsammeln. Blasen... Oh, du bist besonders nährstoffreich. Der Eiglubscher oder wie er heißt. Ah, Blasenfisch. Eiglubscher. Dich einzuscannen ist auch ein Horror, ne? Jetzt kann ich die einsammeln. So, in diesen kleinen Höhlen gibt es immer diese... Das ist die falsche Koralle, by the way, die brauchen wir nicht. Aber ich scanne sie trotzdem. Gibt es immer diese... diese leuchtenden Pflanzen, aus denen ich Batterien herstellen kann. Und Batterien kann man nie genug haben, weil die haben nur eine begrenzte Energie zur Verfügung und können dann nicht mehr verwendet werden. Es sei denn, man baut eine Ladestation. Allerdings ist das erst später im Spiel möglich. Da muss man echt seltene Blaupausen finden, braucht besondere Rohstoffe dafür. Jetzt haben wir den Seegleiter freigeschaltet. Damit können wir uns schneller unter Wasser fortbewegen. Der hat eine kleine topografische Karte und auch eine Taschenlampe. Sehr cooles Ding. Aber braucht auch eine Batterie. Und dafür brauche ich endlich diese blöden
Pflanzen und eben auch Wasser. Komm her. Habe ich dich auch noch nicht gescannt? Dann komm mal her. Du auch. Ah, Monkeys. Die waren in der Early Access Phase extrem aggressiv und sind einem richtig böse hinterschwert. Ja, 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 ja. Aber ich habe ja was gesehen. Oh, oh. Oh, oh. Null, 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 null. Wasser, Wasser, Wasser. Ui. Das war in der allerletzten Sekunde, Leute. Ich wäre beinahe gnadenlos ertrunken. Ich hoffe, das war das letzte Mal, dass mir sowas passiert. Ich hasse, wenn das passiert. Aber hier haben wir wenigstens eine schöne Höhle gefunden mit nützlichem Zeug. Schön Pfeilchen. Also schön sind die aber nicht. Kann ich jetzt mal die Schlingpflanzen scannen? Ohne, dass so ein Monkey um die Ecke biegt. Ja, aber es ist schon deutlich angenehmer, mit der Tauchflasche und den Schwimmflossen hier rumzuschwimmen. Man ist schneller, man kann ein bisschen länger tauchen, ohne dass gleich alle 3 Sekunden... Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Das ist schon eine viel bessere Warnmeldung. Statt, Achtung, du stirbst gleich, nur so, du solltest vielleicht in einer halben Minute zurück an die Wasseroberfläche. Oxygen. Halt die Klappe. Ich finde, dieser Tag-Nacht-Wechsel ist so toll. Dieses Spiel ist zu jeder Tageszeit und Nachtzeit so wunderschön anzuschauen. Hier in der Abenddämmerung. Absolut irre. So, also jetzt ein bisschen was für Frühstück und Abendessen. Wasser. Ich muss mir auf jeden Fall in den Kopf setzen, dass wenn ich dann größere Expeditionen angehe, dass ich mich da immer im Vorfeld gut ausrüste mit Nahrung und Getränken. Weil ich habe in der Early Access Phase habe ich immer ein bisschen entspannter gespielt und ohne Nährstoffverbrauch. Wo ich mich dann quasi nur um meine Lebenspunkte und die Temperatur und den Sauerstoff kümmern musste. Und nicht darum, dass ich irgendwie verdurste oder verhungere. Und das wieder aus dem Kopf zu bekommen, könnte eventuell an der einen oder anderen Stelle in Zukunft in dieser Videoreihe noch problematisch werden, wenn ich nicht dran denke. So, hier können wir nichts. Da müssen wir dann gleich mal gucken. Da brauche ich dann Schwefel. Gut, also ein bisschen Wasser. Haben wir denn eigentlich noch irgendwas? Forschung. Ja, das sind die ganzen Sachen, die ich jetzt gescannt habe. Ich würde mir echt wünschen, dass es so einen Knopf gibt, alles gelesen. Damit diese blöden Plusse nicht immer... Mich nerven die. Total. Der Seegleiter, stimmt. Da gucken wir doch gleich mal. Ich muss noch Batterien bauen. Das Rezept für die Batterien habe ich gerade nicht im Kopf auswendig. Gucken wir mal ganz kurz. 2 Geißelkörbchen und 1 Kupfererz. Ich habe 4 von den Körbchen, deswegen 2 Kupfer dazu. Und dann können wir 2 Batterien bauen. Und der braucht Schmierstoff und Kupferdraht. Gut, dass wir beides haben. 1 Kupferdraht, 1 Schmierstoff. Dann kommt das hier raus. Und dann bauen wir den Seegleiter. Braucht sehr viel Platz im Inventar, leider. Is a personal transportation device used for high-speed free diving. Contains a built-in light and map. Aber ist saucool. Sehr nützlich. So, dann parken wir mal. Oh je, ich habe echt viel Essen. Der bringt 31. Ich habe gerade 77. Das wäre ein bisschen zu viel. Deswegen essen wir mal so einen. Wir trinken nochmal was. Und dann gehen wir auf die Suche nach... Aber es ist gerade Nacht. Es ist nicht so schön zum auf die Suche gehen. Aber ich würde ganz gerne jetzt erstmal den Seegleiter ausprobieren. Die Karte stört mich meistens. Die ist richtig schön im Blickfeld und bringt fast nichts. Aber so mit Taschenlampe und ohne. Und wie schnell wir da sind. Total cool. Da können wir auch den Monkeys ganz gut entkommen.
Und jetzt suche ich hier auf der Höhe dieser Schlingpflanzen, suche ich Löcher im Boden. Weil da sind Höhlen und da unten finden wir Schwefel, Silber und Gold. Silber, jawohl, Quarz nehmen wir auch mal wieder mit. Ich muss mich nur etwas hektisch umsehen, weil... Oh, ein PDA. Oh. Da gibt es den Schwefel. Aber die Fische kommen auf einen zugeflogen und explodieren dann. Das sind Kamikaze-Fische. So. Da haben wir zumindest auch eine neue Blaupause entdeckt. Jetzt gehen wir erst nochmal kurz an die frische Luft. Da unten gibt es bestimmt noch mehr, aber auch Monkeys. Ja, das sind die Nester von denen. Von den Äffchen hier. Und natürlich, weil die ständig alles klauen, platzieren die alles in ihren Nestern. Und das heißt, wenn man diese Nester findet, findet man auch potenziell Blaupausen für weiterführende Geräte, Fahrzeuge. Das war's schon. Und das sind auch tolle Dinger hier. Da kann man die Flasche auffüllen. Sauerstoff to go. Und das sind die Korallenproben, die ich brauche für Computerchips. Aber ich brauche mehr von diesen Höhlen, damit ich mehr Silber finden kann. Wie hier, das ist Titan. Es ist immer 50-50. Es gibt unterschiedliche Ablagerungen und entweder ist Titan oder der Rohstoff drin, den ich suche. In dem Fall, oh, Blei, nice. Und ja, es ist halt, oh, das ist aber schnell wieder da, das ist cool. Je nachdem, wie tief man ist, gibt es andere Ablagerungen. Hier in den, wo es richtig tief runter geht, da gibt es dann auch die Rohstoffe, die ich suche. Aber unter 100 Metern nimmt der Sauerstoffverbrauch exponentiell zu. Und dafür bräuchte ich einfach noch eine bessere Tauchflasche. Deswegen suche ich eben diese kleinen Höhlen auf dieser Höhe. Die sind ein bisschen ungefährlicher. Aber sie sind auch schwer zu finden in der Nacht. Da ist eine. Gut, dann gehen wir nochmal in die frische Luft. Direkt an der Schlingpflanze hoch. Und wieder runter. Ja, mit Tauchflasche, mit dem Seegleiter, da ist es schon gleich zu Beginn ein bisschen angenehmer, als finde ich das Loch nicht mehr. Oh, ein Versorgungs... Eine Versorgungskiste ist in der Nähe, finde ich gut. Aber kein Gold, kein Silber. Ich meine, dass ich jetzt hier eine Blaupause gefunden habe, ist schön und gut, aber ich bin auch auf der Suche nach Rohstoffen. Mensch. Da ist das Notversorgungslager. Da schwimmen wir doch gleich mal hin. Aber erst nochmal kurz einen Blick, ob ich hier noch ein anderes, eine andere Höhle finde. Nope. Ist nur 240 Meter weg, das ist... Ah. Nein, ich habe echt Pech. Titan habe ich jetzt wirklich zu Genüge. Das brauche ich nicht mehr. Den Seegleiter habe ich schon erforscht. Wenn man das jetzt weiter scannen würde, würde man einfach zwei Titan bekommen. Immer eine schöne Möglichkeit, um Grundrohstoffe zu bekommen, wenn man gerade keins findet. Aber das ist gerade echt nicht mein Problem. Das Biom ändert sich. Habe ich überhaupt Platz in meinem Rucksack? Ja. Schau mal, was hier so... Versorgungskisten und eine weitere Höhle. Uiuiui. Nährstoffblock. Wasser. Eine Boje. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Das war jetzt viel auf einmal. Ich habe eine Boje eingesammelt, mit der ich in der Spielwelt Dinge markieren kann, so wie hier unser Pod. Ziemlich cool, kann ich einfach platzieren, es benennen. Und ich habe auch offenkundig irgendeine Nachricht gefunden. Aufzeichnung, Kommunikation. I'm telling you, Sammy, you see some weird things when you spend half your day in a sea truck. More vandalism? Was it the sea monkeys again? I don't think so. I can't shake the feeling this planet is cursed. There's no such thing as a curse. Yeah, you're probably right. That's nothing. You wouldn't want to hear about it anyway.
Just a huge creature frozen in ice. What? Where? In a cave, not far from your lab. And here's the extra weird part. As soon as I called it in, they closed off the area. Don't want anyone going in there. But why? Sammy, I'm no biologist, but I think there was something wrong with it. Its skin just seemed off. Alien. An alien on planet 4546B. No. I'm serious, Sam. Something ain't right. Wish I could show you, but I can't get back in there. You can't. But I might know how to. Whatever you're thinking, we never had this conversation. Interessante Kommunikation hier. Und hier ist eines der etwas verwinkelteren Höhlensysteme dieser Monkeys. Und da habe ich mich schon mal hoffnungslos verschwommen und habe nicht mehr rausgefunden. Panik, Panik, Panik. Ich sage euch, das war kein Spaß. Aber jetzt haben wir wenigstens die mobile Fahrzeugstation komplett. Sehr schön. Gehen wir wieder raus. Weil ich habe jetzt auch Silber. Das Gold habe ich jetzt nicht gefunden, aber das ist jetzt erstmal nicht so das Problem. Das Silber war wichtiger für die Kabelsätze. Und hier unten ist auch Gold. Das ist überhaupt kein... Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Ist okay, das reicht mir völlig. Gehen wir wieder nach oben. Das geht ja jetzt viel schneller. Und dann in Richtung Port. Hui, wie viel habe ich in meinem Rucksack? Oh, Nachrichten. Ah, das ist nur eine Textnachricht. Ich kann jetzt auch jede Menge neues Zeug bauen. Die Energiezelle, das ist die bessere Batterie. Für Fahrzeuge und dergleichen. Titanbarren. Weiterführender Rohstoff. So. Was warst du denn jetzt gemacht? Haben die mich eingefroren? Das kannte ich noch gar nicht. Grundgütiger. Lasst mich doch einfach mal schauen, was ich so bauen kann, Jungs. Die sind gemeine Viecher. Sehr lustig. Was noch? Da unten die mobile Fahrzeugstation, um Fahrzeuge zu bauen, und die Signalboje kann ich jetzt nicht nur finden, sondern auch selber herstellen, wenn ich die richtigen Rohstoffe habe. So, jetzt auf dem Rückweg gehen wir nochmal hier runter. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass ich vielleicht nicht doch noch Gold finde oder mehr Silber. Yes. Oh, das ist was anderes. Da haben sie was anderes geklaut. Das sieht nach dem Lasercutter aus. Da brauche ich auch drei Teile. Aha. Ei, 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 ei. Da ist Gold, da ist Gold. Nein, das war Titan. Aber diese braunen Vorkommen, die enthalten Gold zu 50%. Nur leider hatte ich kein Glück. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Ist ja auch immer ein bisschen gefährlich, wenn man gerade irgendwie am Auftauchen ist und Sauerstoff braucht und dann ist so eine riesengroße Eisscholle über einem drüber. So, das ist Panik, Panikpotenzial. Mal einen Schluck Wasser zu uns nehmen und etwas zu essen. Und dann schnell zurück. Aber ihr seht, der Tauchgleiter ist jetzt schon zur Hälfte mit Energieverbrauch belastet. Und wenn leer, dann nützt er uns nichts mehr und dann muss ich eine neue Batterie bauen. Das ist also ein stetiges Auf und Ab. Gut, also. Glas und ja, das Glas stelle ich mal her. Das Quarz, mit dem Quarz kann ich sowieso gerade nichts anderes machen. Titanbarren, warum nicht? Brauche ich erst später, aber... So, der Kabelsatz. Der war wichtig, weil wir daraus was herstellen wollten. Ich glaube, das Reparatur... Da, Kupfererz und Titan braucht es bloß. Das ist ja cool. Da ist es. Schwefelkristall, Reparaturwerkzeug, Silikongummi brauche ich noch. Ein Silikongummi. Haben wir genug davon. Reparaturwerkzeug. Und das kommt mir gleich auf die Quickslot-Leiste. Perfekt. Noch irgendwas, was ich bauen könnte? Auf jeden Fall Wasser. Auf jeden Fall wieder Fisch.
Also, da ist nichts Neues dabei. Beim Werkzeug habe ich den Laserschneider noch nicht alle Bestandteile gefunden. Und sonst, den Schwimmkörper brauche ich nicht. Die mobile Fahrzeugstation. Ja, ich kann auch gar keine Fahrzeuge bauen, aber deswegen lassen wir das mal. Das ist auch cool. Wasserdichte Kiste, die kann ich außerhalb meines Pods platzieren, um da weitere Sachen unterzubringen, weil ihr seht, der Schrank ist relativ schnell voll. Und da machen wir dann... Oh, der Fisch ist auch fast kaputt. Dann essen wir den doch gleich mal. Mmh. So, Vorrat, Vorrat. Ja, ich brauche wirklich mal so eine Kiste. Wie viel? Wo ist die jetzt? Da. 4 Titan. Also, dann bauen wir mal 2 von denen. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann bauen wir 2 von den Kisten. Und dann gibt es draußen erstmal so ein kleines Lager. Direkt hier. Und dann kann man die sogar benennen. Da kommt Titan rein. Und hier kommt Kupfer rein. So, damit wir hier drin. Da werden noch weitere dazukommen. Und früher oder später gibt es dann auch Basisbau, wo wir dann größere Schränke bauen können. Gott sei Dank. Das ist also alles hier nur Zwischenlösung. Bis wir dann endlich mal... Aber das ist alles Zukunftsmusik, auf die ich mich schon sehr, sehr freue. Es gibt wirklich nicht einpacken. Ich will sie ansehen und jetzt rein. Zack, 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 zack. Passt nicht viel rein. Hier 16 Slots und dann ist das Ding schon voll. Aber hier ein bisschen Platz geschaffen. So. Voila! Wir haben die ersten 1-2 Tage gemeistert in Subnautica Below Zero. In der nächsten Episode machen wir dann die nähere Umgebung ein bisschen unsicher. Es gibt bestimmt ein paar coole Sachen zu entdecken. Und vielleicht schon mal so einen ersten Glimpse zu bekommen, wo die Delta-Station ist. Mal sehen, ob wir dann schon mal erste Hinweise finden, wo sich Sam aufgehalten hat, was sie entdeckt hat und hey, Penguins. Und genau, das machen wir dann in der nächsten Episode. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Ich würde mich sehr über den Daumen freuen, wenn euch diese erste Auftaktfolge von Subnautica Below Zero gefallen hat. Und nicht vergessen, wenn ihr den Kanal abonniert, verpasst ihr kein weiteres Video mehr. An dieser Stelle geht es in Kürze weiter. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Wünsche bis dahin viel Spaß beim Spielen. Bis zum nächsten Mal. Bye bye und macht's gut.